Ja, guten Abend von unserer Seite zu diesem heutigen Konzert. Wir freuen uns sehr, dass wir hier in der Reihe spielen dürfen. Ich habe echt gesagt, keine Ahnung, wo Sie sitzen, ich sehe Sie kaum, aber danke fürs Kommen auf jeden Fall. Das erste Stück, das war von Enno Poppe aus dem eigentlich Ensemblewerk Schrank, ein kleiner kurzer Satz. Dieses Ensemblewerk besteht aus Skizzen, die er später, nachdem er sie längst schon komponiert hatte, zusammengefügt hat. Und natürlich hätten wir eigentlich gerne ein bisschen mehr als 2 Minuten bekommen für unsere Besetzung, aber freuen uns natürlich trotzdem, dass wir ein Stück von Enno Poppe haben. Im Folgenden hören Sie jetzt 2 Werke von Ángel Hernández Lovera, einem venezolanischen Komponisten, der aber seit 2013 in Wien lebt. Das erste Stück, die Cadenza für Oboe Solo, ist 2010 geschrieben und das ist das erste Stück seiner mittlerweile relativ reichhaltigen Beschäftigung mit der Oboe. Also da gibt es dann noch weitere Stücke für Oboe oder Englischhorn. Genau, die Cadenza war das erste und Caminante, das Stück, was danach zu hören ist, wieder für uns beide, das ist eben erst vor ein paar Tagen uraufgeführt worden in Wien und ist jetzt der vorläufige Endpunkt, aber wahrscheinlich wird es noch weitergehen mit weiteren Werken für Oboe. Genau, ich wünsche viel Freude bei beiden Werken und wir hören uns dann später wieder.
Thank you.
Das nächste Stück ist von der slowenischen Komponistin Nina Schenk und es heißt Recitativo et Allegro. Das ist irgendwie eine Titelform, die man von Bläserstücken irgendwie öfter kennt, denn solche zweiteiligen oder manchmal auch dreiteiligen Stücke wurden gerade so in dieser Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts viel geschrieben, natürlich in einem ganz anderen Stil. Trotzdem ist diese zweiteilige Form in diesem Stück auch evident und folgt ganz klar dem Titel. Genau, ein bisschen am Anfang führt eher die Oboe, hat ihr Recitativo eben. Das Klavier wird aber immer präsenter und übernimmt immer mehr auch eine tragende Rolle und im abschließenden Allegro sind wir dann gleichberechtigt. Ja, nach der Pause folgt dann ein Solostück für Klavier von Henrik Ajax, einem in München lebenden schwedischen Komponisten. Ich sage das deswegen, weil wir dann nicht nochmal was sagen wollen vor dem Stück. Und es ist die Uraufführung des heutigen Abends. Während Sie ja jetzt schon einige deutsche Erstaufführungen gehört haben, ist das dann wirklich noch nie gehört worden, außer vom Komponisten selbst in einer Probe. Ja, und da wünsche ich Ihnen dann auch viel Vergnügen bei. Es lohnt sich also auch im Stream dann dran zu bleiben, über die Pause hinweg. Viel Vergnügen.
Thank you.
concerned about how can I deliver.
Thank you.
von Henrik Ajax, das Stück Diminuendo eben für Klavier Solo. Und jetzt spielen wir ein Werk, das überhaupt gar keine Präparation benötigt, auch mal angenehm zur Abwechslung. Und zwar ist es von Juan Francisco Sanz, einem Komponisten und Pianisten aus Venezuela, der Vicentes Lehrer war und der letztes Jahr verstorben ist. Und auch deswegen in seinem Angedenken spielen wir dieses Werk Labyrinthos, drei Sätze für Oboe und Klavier. Das Werk könnte Sie an Minimal Music erinnern, aber das ist gar nicht der Hauptgrund, warum es so geschrieben ist, wie es ist, sondern es folgt einer Kunstrichtung, die in Venezuela sehr prägend war und ist, nämlich dem Kinetismus. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Wenn nicht, können Sie es gerne mal googeln später. Und wenn Sie die Bilder sehen, erkennen Sie vielleicht auch, warum die Musik so geschrieben ist, wie sie ist. Und sie ist, diese Kunstform ist auch für venezolanische Komponisten sehr wichtig. Und immer mal wieder wird sich darauf bezogen. Dann zuletzt spielen wir noch das wahrscheinlich anstrengendste Stück heute Abend. Und zwar von Sarah Nemtsov, das Werk Wolves, 2012 komponiert, das sie für den Abschiedsabend ihres Professors Burkhard Glätzner geschrieben hat. Vielleicht ist er Ihnen ein Begriff, denn er war ja hier Professor für Oboe. Und sie hat eben selber auch Oboe studiert. Das merkt man dem Stück auch an, finde ich. Genau, und das dauert dann eben noch. Das ist das längste Stück heute Abend und da wünsche ich Ihnen dann gutes Durchhalten und das wünsche ich uns dabei auch. Ja. Viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.